aufgestanden und ich würde sagen, wir jagen noch etwas weiter. Wir müssen gar nicht mehr mit einem Feuerstein uns Licht machen. Das geht mit einem Knicklicht, ohne es zu knicken. Im Vergleich zum Vorgänger. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Rise of the Tomb Raider. Hier sieht's schon aus. Hier unten kommen womöglich Wölfe. Ich hoffe, die schlafen jetzt. Hey, bleiben Sie hier. Also Lara kann echt noch nicht lange die Pfeile ziehen. Wird hoffentlich noch. Nein. Mann. Da kann man rüberrutschen. Ist das still hier? Da hinten leuchtet was. Eine Uhr? Ich versuche jetzt mal so ein Tier mit einem normalen Fall, so eine kleine Taube mit so einem normalen Fall abzuknallen. Hasi. Und wie er guckt. Aua. Ach, das ist böse. Aber wir müssen überleben. Keinen Fall diese wiedergefunden. Ruinen hier. Mongolisch. Kann man das schon als Ruine bezeichnen? Aber interessant, was hier alles aufgebaut ist, oder? Ein Schneevogel. Trinity, Sie sind hier. Toll. Zentrale, hört ihr mich? Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Was war denn das? Ein Wolf. Gut, ein paar Pfeile sollte ich mir aber aufbehalten. Baumklettern vielleicht erstmal als erstes. Der Hinweis kam vielleicht nicht von ungefähr. Da hinten sollen wir hin? Vielleicht erst da hinten auf dem Baum klettern. Erstmal schaue ich mich noch weiter um. Und ich muss dieses Blinkeding da noch mitnehmen. Hier ist ein Rad. Hält ganz schön lang, diese Leuchtfackel. Die Leuchtrakete. Ein Monolith. Diese Buchstaben sehen mongolisch aus. Aber ich kann nicht lesen, was sie bedeuten. Wie können wir die voranbringen, indem wir Bücher lesen oder Gemälde? Bei Lara hat sich das ja auch nur... Na gut, hier ist nichts eingezeichnet. Wenn, dann müssen wir das mit Wandkram... Mit Inschriften vielleicht schaffen. Ich hätte gedacht, hier in der Mitte gibt es noch irgendwas zu mitnehmen. Astknoten darüber zu erreichen. Zum Beispiel, um da hochzukommen. Ich schätze mal bloß... Bei diesem, ich sag mal, Prolog, jetzt geht das Spiel gerade richtig los. Da konnte man frei herumschießen mit unendlich Munition. Hier geblieben. Glitzerschnee. Wo sind sie jetzt hin? Oben leuchtet auch was. Vogel, lass das hier. Ein Überlebensversteck. Mit Münzen. Eine Auswahl an Ressourcen. Okay, okay, okay. Ah nee, es war ja mit C. So. Das war so ein Knoten und jetzt können wir hier hoch. Oder darüber? Darüber.
Ist das cool. Hier können wir auch noch hoch. Wieder so ein Bäsche, die stehen hier auch rum, mit Münzen drin. Und ein Jahr lang ritt ich mit einer Armee der Mongolen, als Abgesandter des Trinity-Ordens. Ihr Khan ist ein großer Kriegsherr, wenn er auch Heide ist. Unter meinem Einfluss wurden Nationen gestürzt, Städte verbrannt und Prinzen getötet. Immer auf der Suche nach dem Propheten. Unser Massaker an den Rus war nicht umsonst. Denn unter der Beute fanden wir endlich die Karte. Und jetzt, heute Morgen, nach langer Zeit in den Bergen, sahen wir Gebäude in einem grünen Tal, umgeben von Eis. Wir haben Kitesh gefunden. Ich erzähle dem Khan von den Reichtümern, die ihn erwarten, und das treibt ihn an. Aber der wahre Sieg wird Gott gehören, wenn wir die Lügen des Propheten von der Erde tilgen. Endlich wird die göttliche Quelle uns gehören. Der Preis wartet Stimmen der Invasion. Ich finde es auch immer interessant, wie die ganzen Leute sich hier irgendwas niederschreiben, das dann einfach zurücklassen und man das dann lesen kann. Aber ich finde es toll, ich finde es toll gemacht, aber der Gedanke dahinter ist schon etwas seltsam. Vogelnest, danke für den Hinweis, Lara. Hätte ich wohl so schnell nicht gefunden. Federn. Pfeile herstellen. Dafür brauchen wir auch noch Holz. Da bin ich noch fleißig auf der Suche. Hier können wir einfach nur hoch. Wir nehmen halt bloß die Äste mit. Für einen Pfeil ist das zu dick, aber die Äste sind eigentlich für einen Pfeil zu dünn. Na gut. Den Sammelkram will ich noch mitnehmen, aber ich schaue noch mal kurz hier oben. Hier ist nichts weiter. Wenn wir hier runterhüpfen, dann macht's aua. Was heißt denn das eigentlich genau? Ranhüpfen kann ich nicht. Da müssen wir bergauf hangeln. Gut. Aktualisierung bei Tab. Ein Vogelnest. Hier oben, auf der Kante. Interessante Platzwahl, Herr Vogel. Können wir das auch runtertreten? Ja, den Weg werden wir wieder zurückgehen, ansonsten tut's halt weh. Da wäre sogar eine Hochspringwand, wenn wir auch da runter können. Gucken, wann uns der erste Wolf anfällt. Da fehlt ein Kopf. Zweimal Bergungsgut. Und hier ist eine kleine Höhle. 6 Schuss. Da sind Pilze da unten. Gehe ich mal noch nicht rein. Ich sammle erst noch etwas Holz und ein paar Federn. Ich will mit etwas mehr Munition darunter gehen. Wer weiß, was da erwartet. Ja. Hallo, Piepmatz. So, hier war ja bloß der Monolith. Da hinten blinkt noch was. Sehr nett. Zweimal Tierfell im Schnee versteckt. Oh. Da kann man auch rüber. Das sieht aber glatt aus. Hey, Hasi. Ein Vogelnest auf dem Boden. Ist wohl runtergefallen, hä? Das wäre echt blöd vom Vogel.
Vielleicht ist es ein nicht fliegender Vogel und hat sich einfach ein Nest am Boden gemacht. Könnte auch sein. Hier wäre auch wieder eine Höhle. Gut, dann gehe ich jetzt nochmal zurück und stelle nochmal ein paar Pfeile her und dann gehen wir mal in so eine Höhle. 6 Pfeile sind mir einfach etwas zu wenig. Kann man hier noch was gucken? Ne, da kommen wir nicht hoch. Da ist noch ein Nest. Das kann ich nicht einfach so runterhauen. Zum Glück ist es nicht hinten runtergefallen. Hui. Grüßt du eigentlich? Ne, da sind Pilze drin. Gib, gib, gib. Oder ist noch ein Tier? Ich glaube, das nehmen wir noch mit. Wenn ich es treffen würde. Ja genau, komm zu uns. Greif uns aber nicht an. Nur Kletterkram da hinten. So. Und nochmal herstellen. Ich muss halt bloß aufpassen, mich nicht selbst anzuzünden. Munition. 11 und 9, ja super. Standardpfeile. Wie viel bekommt man da raus? Das steht hier nicht direkt. 3 von 25 haben wir aktuell. 5 Stück, okay. Einmal geht noch. Mehr geht eh nicht. Für die Taschen mehr Pfeile mitnehmen können. Ich schaue nochmal kurz nach. Wir brauchen auf jeden Fall noch Stoffe. Was war das nochmal? Dieses... Das war Holz, stimmt, das war Holz. Stoffe, Fell und vom Wildschwein was? Ja, da müssen wir schon vermehrt suchen. Gut, dann gehen wir jetzt mal in so eine Höhle. Jetzt sind wir erstmal gut ausgerüstet. Zumindest mit Munition. Wer springt, kann keine Spuren im Schnee hinterlassen. Ich gehe erstmal hier nach rechts zu der, zum Höhleneingang. Der war etwas näher. Das ist noch ein Tick zu früh. So, Licht bitte an. Absperrbarrieren. Nutzen Sie die Waffen oder Sprengladung, um Absperrbarrieren zu zerstören. Ach, das ist wieder was Dickes, was wir jetzt gar nicht aufmachen können. Schade. Eine Schrotflinte könnte vielleicht helfen. Aber wo eher... Eine Sprengsatz. Schon fies. Wir ballern den Vögeln die Nester vom Baum. Von den Bäumen. Dann schauen wir mal zu, ob wir Glück haben mit der... mit dem anderen Höhleneingang. War gerade ganz schön hell. Ich mag das auch, wenn sich etwas von der Witterung, jetzt gehe ich gerade wieder hoch, auf dem Bildschirm niederlässt. Zum Beispiel in den Ecken so kleine Schneeflocken. Oder Blutspritzer. Oder Dreck, sowas. Das finde ich in Spielen irgendwie immer schön. Ist natürlich Geschmackssache, aber mir gefällt's. War die Höhle unten oder oben? Hier unten, okay. Keine Giftpilze. Pfeil und Bogen ist hier gerade nicht. Wenn, dann müssen wir halt nah angreifen. Auch toll, wie praktisch die Lampe am Hintern einfach angeht. Und da auch schön Licht spenden kann. Oh Gott, hier ist doch eher ein Tier zu Hause. Das sind ganz schön große und dicke Dornen. Sowas kann man nicht runterkommen lassen, auf Feinde regnen lassen. Okay, okay. Da ist wieder eine Karte, was zum Vorlesen. Ich habe aus dem Blutbad im Grab des Propheten gelernt, was ich konnte. Meine Brüder wurden alle irgendwann in den letzten Tagen getötet. Die Anhänger des falschen Propheten starben hier zu Hunderten, waren aber schließlich siegreich.
Ich habe das Grab so gut es ging versiegelt und den Männern im nahen Dorf gesagt, dass der Prophet endlich tot sei. Ich drohte ihnen etwas und sagte, dass dieser Ort geheim bleiben müsse. Ich weiß nicht, ob der Prophet überlebt hat, aber ich folge ihren Spuren. Niemand entkommt dem Trinity-Orden. Im Grab der Jäger. Tja, gestorben ist er. Blödmann. Das kann man bestimmt anzünden. Dann geht's noch weiter. Ah, Feuerpfeile können wir auch noch nicht. Da müssen wir dann auch nochmal zurück. Irgendwann. Immerhin haben wir etwas Russisch gelernt. Und eine Kleinigkeit aufgeschnappt. Das Nest da oben ist noch neu. Wo das einfach ist. Komm her, du. Irgendwann sind wir auch mit Federn voll, dann müssen wir die Nester gar nicht mehr abknallen. Also wo war ich jetzt schon oben? Bei welcher Plattform? Ich war bei der, ne? Und da ist ein Seil, was darüber geht. Wie kommen wir denn daran? Ist hier bloß der Monolith oder was? Diese Buchstaben sehen mongolisch aus. Aber ich kann nicht lesen, was sie bedeuten. Er ist zu weit oben. Da kann man aber hier rüber. Gehen Sie weg. Jetzt müssen wir halt erstmal da hoch. Na, einhaken können wir uns nicht mit unserem schönen Klettergerät. Gehen wir jetzt mal das, was uns die ganze Zeit schon nahegelegt wird. Tiefschnee. Schnee verlangsamt die Bewegung und verhindert einige Aktionen. Ich würde so gerne einfach mal in Deckung gehen. Na, mal gucken, wie wir danach ankommen. Ich hoffe, das ist zugefroren. Jetzt kommt das Ding runter. Erkundungsteam, hier Overwatch. Bitte kommen. Erkundungsteam, bitte kommen. Wir hatten Störungen bei der letzten Übertragung. Haben Kontakt zum Erkundungsteam auf dem südlichen Grat verloren. Letzte Kontaktstelle war bei den mongolischen Ruinen. Bereit machen für Befehle. Jetzt gehen wir automatisch in Deckung. Und Kugelbier. Einfach auf den Baum rauf? Nee, wir müssen jetzt hier einfach langlaufen. Au. Das ist aber ein fieses Bärchen. Wir waren nicht schnell genug. Blöder Tod Nummer 2. Ach so, Schnee verlangsamt. Hätte wir den Baumstamm gesollt, ne? Oh. Okay. Oh!
gibt aber auch nicht auf. Oh. Nein. Immer dieses Herunterfallen, wo gegenstoßen. Und. Oh, Rückblende. Lara, du hast wohl mal wieder die Tür nicht gefunden. Aber so geht's doch viel schneller, Dad. Komm her, du kleines Äffchen. Gehst du jetzt wieder auf ein Abenteuer, Dad? Ja, mein größtes bisher. Also ich finde, ich wäre die perfekte Assistentin. Oh, wirklich? Und es gibt niemanden, den ich lieber dabei hätte. Aber diese Sache ist zu gefährlich. Lara, hör mir zu. Eines Tages wirst du in dieser Welt große Spuren hinterlassen. Du wirst mich so stolz machen. Einen Moment, Schätzchen, ich muss da rangehen. Also die Erzählweise, die gefällt mir bisher. Wie überhaupt das ganze Spiel. Es gibt zwar so ein paar Logikansätze, die man... Die Wunde verbinden. Aber nicht einfach weiterverfolgen sollte. Ja, Wunde verbinden, das machen wir ganz, ganz schnell. Wie war das mit Dreck, Blut, Schnee am Bildschirmrand? Auf dem Bildschirm? Mag ich. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.